oder Länders als Rechtleitung für die Menschen. Zum ersten Mal gibt es eine Rechtleitung für alle Menschen. Vorher hat Allah auch schon Worte herabgesandt, auch als Rechtleitung, aber immer für einen Propheten zu einem Volk. Wie viele Menschen gibt es, die den Koran übersetzt haben, die jedes einzelne Wort darin verstehen? Zum Teil sogar besser als die Araber selbst. Sie verstehen jedes Wort und zucken einfach nur mit den Schultern. Es bewegt sich nichts in ihnen. Aber der Koran ist doch Hudan Linnas, eine Rechtleitung für die Menschen. Jetzt ist die Frage, wer sind die Menschen, die davon profitieren? Und diese Frage beantwortet Allah selbst. Koran lesen lernen, das ist so schwer. Nein, es ist kinderleicht. Ich zeig dir wie, mit der QSK-Methode. Allah sagt, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Der Monat Ramadan, das ist der Monat, in dem der Koran herabgesandt wurde. Aber warum hat er das getan? Warum hat er den Menschen den Koran gegeben? Das erwähnt er im Weiteren. Er hat den Koran herabgesandt, Hudal linnas, als Rechtleitung für die Menschen. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch, warum wir in diesem Monat fasten. Aber betrachten wir das etwas genauer. Hudal linnas, als Rechtleitung für die Menschen. Das ist neu. Zum ersten Mal gibt es eine Rechtleitung für alle Menschen. Vorher hat Allah auch schon Worte herabgesandt, auch als Rechtleitung, aber immer für einen Propheten zu einem Volk. Jetzt hat er ein Buch für die gesamte Menschheit herabgesandt. Und Rechtleitung ist am Ende das, worum wir Allah bitten. Jeden Tag im Gebet. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Leite uns den geraden Weg. Und wenn wir diese Worte lesen, ihdina as-sirat al-mustaqim, leite uns den geraden Weg, dann bedeutet das nicht, zeige uns den geraden Weg. Sag uns einfach, wo ist dieser gerade Weg? Leite uns den geraden Weg bedeutet, nimm uns an die Hand und hilf uns dabei, diesen Weg zu gehen. Das Wort für Rechtleitung, Huda oder Hidayah, das ist verwandt mit dem Wort Hadiyah. Das kennen vielleicht einige schon. Es bedeutet Geschenk. Den richtigen Weg zu finden, das war das größte Geschenk für den Araber in der Wüste. Und wir bitten Allah jeden Tag darum, mache uns dieses Geschenk, die Rechtleitung, nimm uns an die Hand und führe uns den geraden Weg. Allah hat uns ein Geschenk gemacht. Aber wenn jemand einem anderen ein Geschenk macht, bedeutet das, dass er automatisch davon profitiert? Nein. Wie viele Menschen gibt es, die den Koran übersetzt haben, die jedes einzelne Wort darin verstehen? Zum Teil sogar besser als die Araber selbst. Sie verstehen jedes Wort und zucken einfach nur mit den Schultern. Es bewegt sich nichts in ihnen. Aber der Koran ist doch Hudan Linnas, eine Rechtleitung für die Menschen. Dafür wurde er herabgesandt, als Rechtleitung für alle Menschen. Allahs Geschenk an die gesamte Menschheit. Aber nicht alle profitieren davon. Jetzt ist die Frage, wer sind die Menschen, die davon profitieren? Und diese Frage beantwortet Allah selbst, schon zu Beginn des Korans. Am Beginn von Surat al-Baqarah. Wo Allah sagt, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Das hier ist ganz gewiss das Buch, das keinen Anlass zum Zweifel gibt. Eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen, al-Muttaqin, für die Menschen, die Taqwa haben. Das sind die Menschen, die von dieser Rechtleitung profitieren. Die Gottesfürchtigen, die die Taqwa haben, die den Wunsch in sich tragen, die die Absicht haben, sich vor etwas zu beschützen, sich vor Allah zu schützen, seine Grenzen zu achten, indem sie diesen einen Weg gehen. Den Weg der Rechtleitung. Nicht einfach nur, indem sie ihn sehen, sondern sie suchen ihn. Sie möchten ihn. Diese Menschen öffnen das Buch und sie gehen damit anders um. Wenn du keine Taqwa hast, wenn du diesen Wunsch nicht in deinem Herzen hast, die Grenzen Allahs zu achten, wenn es dir nicht darum geht, wenn du nicht einen Weg suchst in deinem Leben, um deinen Schöpfer zufriedenzustellen, dann öffnest du dieses Buch und es sind einfach nur Worte. Der Schlüssel, um vom Koran zu profitieren, ist Taqwa. Das sind die Menschen, die daraus Nutzen ziehen. Und wie bekommt man Taqwa? Wie lernt man es, Taqwa zu bekommen? Was wäre eine geeignete Trainingsmethode dazu? Wurde uns nicht genau dafür das Fasten vorgeschrieben? Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O ihr, die ihr glaubt, euch ist das Fasten vorgeschrieben, wie es denen vorgeschrieben war vor euch, auf dass ihr vielleicht gottesfürchtig werdet, auf dass ihr vielleicht Taqwa bekommt. Das Fasten, das sorgt dafür, oder es soll dafür sorgen, dass wir Taqwa bekommen. Und dann öffnen wir dieses Buch, diesen Koran. Denn der Monat Ramadan, das ist der Monat des Korans. Und wenn wir mit Taqwa im Herzen dieses Buch öffnen, dann profitieren wir auch
vom Geschenk Allahs. Das ist der Grund, warum wir im Ramadan, im Monat des Korans, fasten.